Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich sehe in letzter Zeit immer weniger Videos hier auf YouTube über Messer von Heidi Blacksmith. Das war gefühlt früher anders und diesem Trend möchte ich einfach mal entgegenwirken, indem ich euch in diesem Video nochmal meine drei Heidis vor die Kamera halte. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, die Älteren unter euch, die werden es vielleicht wissen. Ich bin ja eher so jemand, der auf kleinere und kompaktere Messer steht, hauptsächlich Taschenmesser. Und ich habe aber auch einige feststehende Messer in meiner Sammlung. Und da achte ich, wen wundert's, auch eher darauf, dass sie etwas kompakter gebaut sind. Und da sind natürlich die Messer vom Heidi Blacksmith prädestiniert, weil sie eher auch etwas kompakter gebaut sind. Und nun genug der Vorrede. Beginnen möchte ich mit diesem Heidi hier, ein ganz besonderes Stück, wie eigentlich alle drei Heidis, die ich in der Sammlung habe. Hierbei handelt es sich um ein Messer, das ich geschenkt bekommen habe von einem sehr lieben Freund. Der hatte mir vor einiger Zeit schon drei Heidis für eine Videovorstellung zur Verfügung gestellt. Ich habe das Video abgedreht. Wenn ich dran denke, werde ich es hier oben mal verlinken. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinschauen. Und ja, nachdem ich das Video fertig habe, habe ich natürlich alle wieder in einen Karton gepackt und ihm zurückgeschickt und habe dabei eine Botschaft, die er mir gesendet hatte, komplett falsch verstanden. Er hat mir nämlich tatsächlich ja angeboten, mir von zweien dieser Messer eins auszusuchen. Und ja, das war wahrscheinlich für mich so ungewöhnlich, dass ich das einfach so gar nicht verstanden habe, was er mir in der Botschaft da damals weitergegeben hatte. Ich habe mich dann für dieses Messer hier entschieden, aufgrund der Handlage. Die ist nämlich wirklich perfekt für meine Hand. Und ich habe das dann nachträglich wieder zugeschickt bekommen. Ist ein eher klassisches Heidi, auch von der Klingenform her gut als Heidi zu erkennen. Die Schalen bestehen aus Stellascher Seekuhrippe. Wir haben hier einen durchgehenden Erl, also wirklich eher so ein typisches Heidi. Der Stahl ist ein Kohlenstoffstahl. Den habe ich mal mit einem Senfdamast versehen, ist schon einige Zeit her, um den Stahl halt durch die Patina so ein bisschen vor Flugrost zu schützen. Das ist also das erste Heidi in meiner Sammlung. Dann das zweite, das ich bekommen habe, auch wieder ein ganz besonderes Stück, weil es ist ein Heidi, das ich direkt vom Markus, also vom Heidi Blacksmith, bekommen habe. Auch wieder hier in so einer einfachen Stecklederscheide ohne Schlaufe, einfach nur, um es in die Tasche stecken zu können. Und dieses Heidi ist in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes. Zum einen weicht es von der Bauform her vom, ich sag mal, klassischen Heidi ab. Wir haben hier eben keinen durchgehenden Erl, sondern einen Steckerl. Und noch etwas Besonderes haben wir hier. Hier hat der Heidi nämlich seinen ersten selbstgeschmiedeten Damaststahl verbaut, einen Torsionsdamast. Und ja, das finde ich schon was Besonderes, dass er mir dieses Messer dann damals auf der IWA, ich glaube 2017 war es, zum Kauf angeboten hatte, zu einem auch sehr fairen Preis. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen, zumal das Messer auch Ähnlichkeiten hatte mit einem der Messer, die ich damals
für dieses Vergleichsvideo zur Verfügung gestellt bekommen habe. Da musste ich einfach zuschlagen. Hier auch der passende Beat dazu. Einfach ein wunderbares Teil, das ich natürlich auch in Ehren halten werde. Das sind dann schon zwei, fehlt noch eins und auch da sage ich mal wieder, ist es etwas ganz Besonderes. Das verbirgt sich hier in dieser einfachen Scheide bzw. in diesem Etui. Das hat mir mal der Sascha von Writing, Turning, Flipping mit einem Stift, den ich bei ihm gekauft habe, geschickt und das nutze ich im Moment, um halt dieses Messer zu verstauen. Und das ist mir in die Hände gefallen auf der Knives and Bratwurst, einer Veranstaltung beim Heidi. Ist jetzt auch schon bestimmt 3 Jahre her, schätze ich mal. Da haben wir uns mal im Sommer getroffen bei ihm im Garten, haben ein bisschen gegrillt und ein bisschen gefachsimpelt mit ein paar Leuten. Und abends sind wir dann auf eine Kiste oder einen Karton gestoßen, wo der Heidi so Messer aussortiert hat, die ihm irgendwie misslungen waren oder die seinem Qualitätsstandard nicht ja, entsprochen haben. Und da hat er uns angeboten, ja, sucht euch was aus, nimmt es mit. Und da habe ich tatsächlich dieses Stück hier gefunden und das finde ich einfach so besonders und ich kann es bis heute noch nicht nachvollziehen, warum das in dieser Kiste gelandet ist. Das Besondere hier ist das von Heidi sogenannte Bibel-Mikata, ein Papier-Mikata, das er gemacht hat aus einem alten Buch. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich eine Bibel gewesen ist. Und hier erkennt man eben noch die einzelnen Buchstaben oder auch Worte. Das ist was ganz Besonderes. Die Färbung des Griffs gefällt mir auch wieder sehr gut. Und auch hier wieder die Besonderheit, dass wir einen Steckerl verbaut haben und eben nicht diesen durchgehenden Erl wie bei den Standard in Anführungsstrichen Heidis. Und hier auch wieder ein Damaststahl verbaut. Das ist also wirklich ein feststehendes Messer, das ich mir auch als EDC vorstellen kann, aufgrund seiner kompakten Bauweise, der schlanken Form. Das trägt eben nicht besonders auf und ist aufgrund seiner Klingenform auch sehr, sehr gut geeignet, um als Vesper-Messer zu dienen. Mache ich sehr, sehr gerne. Und damals, als ich es bekommen hatte, es war im Sommer, ich glaube, ich hatte zu der Zeit auch Urlaub und konnte das Messer dann im Urlaub auch tatsächlich mal einige Zeit lang als Messer in der EDC-Rotation nutzen. Und da hat es eine richtig gute Figur gemacht. Was mir jetzt natürlich noch fehlt, ist eine passende Scheide. Das ist hier jetzt nur eine Notlösung für zu Hause. Da muss ich mal schauen, was ich da mache. Vielleicht gehe ich da nochmal auf den Daniel von DP Steel and Leather zu, ob der mir da nicht was Passendes machen könnte. Ja, das also die drei Heidis in meiner Sammlung. Alles drei für mich ganz besondere Stücke, die ich auch nicht hergeben möchte. Was mich jetzt natürlich interessiert, ist, was habt ihr denn so für Heidis bei euch in der Sammlung? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare und ganz besonders würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir eine Videoantwort macht, wo ihr mir auch eure Heidis mal in bewegten Bildern vorstellt. Und genauso freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.